Die größte Herausforderung beim didaktischen Umgang mit propagandistischem Material, und das gilt nicht nur für Filmaufnahmen, das gilt auch für Fotografien und natürlich auch für Texte, ist, weil man oft ja nichts anderes hat, dass genau diese Aufnahmen, die sozusagen die Entwürdigung der Menschen, die darin zu sehen sind, nochmal verdoppelt. Dieses Bewusstsein von der Konstruktivität, von der Inszenierung dieser Bilder, dieses durchschauende Bewusstsein zu schaffen und zu erhalten, das ist das Schwierige. Ich bin Lehrer, habe 16, 17 Jahre an Schulen in Nordrhein-Westfalen unterrichtet, die meiste Zeit an einer großen Gesamtschule, überwiegend im Unterricht für Oberstufenschüler. Und arbeite jetzt seit einigen Jahren in verschiedenen Strukturen der staatlichen Lehrerfortbildung in Nordrhein-Westfalen. Der Grundgedanke des Lernangebots, das wir da gemacht haben, ist eigentlich ganz einfach. Wer den Film in Ausschnitten sieht, einzelne Fragmente aus dem von Jael Herzonski verarbeiteten Material sich anschaut, kommt nicht ohne weiteres auf die Idee, dass es sich hier um Propagandamaterial, um das Bild von Menschen verzerrendes Filmmaterial handelt. Und im Grunde basiert die ganze Intention darauf, Schülerinnen und Schüler in den Stand zu versetzen, das zu können, die Konstruktivität dieser Filmaufnahmen durchschauen zu können. Den verzerrenden Blick auf Menschen durch einen Filmregisseur, durch dessen Auftraggeber durchschauen zu können, braucht man weiteres Material. Man braucht kontextualisierendes Material, das einen anderen Blick auf dieselben Menschen ermöglicht. Ganz unterschiedliche Material, das sind die Materialien einer Filmhistorikerin oder die Aussagen einer Filmhistorikerin beispielsweise. Und das sind Ego-Dokumente, Tagebucheinträge von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die erlebt haben, wie diese Aufnahmen gemacht worden sind und darüber in ihren Tagebucheinträgen auch berichten. Also sozusagen den Blick der Filmaufnahmen konterkarieren durch die erlebte Wirklichkeit von Ghettobewohnern. Das zweite Modul versucht, die Filmaufnahmen zu kontextualisieren, indem ganz bestimmte Facetten des Alltags der Ghettobewohner beleuchtet werden. Und das dritte Modul ist ausgerichtet in erster Linie auf bildethische Fragestellungen. Die verzerrende Darstellung von Menschen zu ideologischen, propagandistischen Zwecken haben die Nazis nicht erfunden, und sie sind auch nicht die Letzten gewesen, die solche Aufnahmen gemacht haben. Und auch in unserer Gegenwart ist die Gefahr groß, dass man sehr regelmäßig Aufnahmen begegnet von Bevölkerungsminderheiten hier bei uns oder in anderen Weltgegenden, die geeignet sind, Menschen in ihrer Würde zu verletzen, sie als Opfer zu präsentieren oder auch als Täter zu präsentieren und genau das zu glauben, ohne genauer zu wissen, wer die Aufnahmen gemacht hat und für welchen Zweck eigentlich und was sie anrichten.